Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Ela und ich erkläre euch heute mal, was es mit der Harzer Wandernadel auf sich hat. Ja, die Harzer Wandernadel. In meinen Videos werde ich diese des Öfteren erwähnen bzw. die einzelnen dazugehörigen Stempel stellen. Von denen gibt es immerhin im Harz 222 und das an wirklich sehenswerten Plätzen. Mit der Harzer Wandernadel kann man den gesamten Harz erwandern. Die Strecken zu den Stempelstellen unterscheiden sich in Länge und Schwierigkeitsgrad. So können sich ambitionierte Wanderer, aber auch Familien mit Kindern oder reifere Wanderfreunde bald eine Harzer Wandernadel anstecken. Ihr benötigt dafür nur einen Wanderpass und das dazugehörige Wanderkarten-Set, bestehend aus drei einzelnen Karten, damit der ganze Harz abgedeckt ist. Ja, und mit diesem Wanderpass und diesen Karten geht es dann auch schon los. Ihr sucht euch ein schönes Gebiet aus, so wie hier, will ich euch mal zeigen. Zum Beispiel hier um Clausthal-Zellerfeld sind diverse Stempelstellen. Alle, die ich jetzt erwandert habe, sind immer eingekreist. Ja, dass ich da schon gewesen bin. Dafür gibt es aber auch schon eine App. Das heißt, ihr könnt das in die Harzer Wandernadel App eintragen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Naja, und wenn ihr euch jetzt eine Runde ausgeguckt habt, ich sag mal diese hier, dann marschiert ihr einfach los. Und dann findet ihr an diesen Punkten Stempelkästen, wie diesen hier. Natürlich viel größer als mein kleiner, aber in diesem dezenten Grün. Dort drin befindet sich der Stempel und dann drückt ihr den mit der Nummer passend in euer Stempelheft. Ja, das sieht dann so ungefähr aus. Na, und wenn ihr dann auf Urlaub hier seid und habt zum Beispiel die ersten 8 Stempel erwandert, dann könnt ihr in jede Touristinformation gehen bzw. in die Geschäftsstelle, Hauptgeschäftsstelle in Blankenburg und könnt euch für 8 erwanderte Stempel schon mal die bronzene Nadel abholen. Dieses geht dann immer weiter. Bei 16 gibt es Silber, bei 25 gibt es Gold, bei 50 gibt es den König, bei 150 gibt es den Schlappen und dann gibt es noch diverse Ansstecknadeln. Dazu benötigt ihr ein Sonderheft. Das habe ich jetzt hier nicht liegen. Da gibt es einmal das kleine Sonderheft für den Grenzweg, für den Goetheweg, für den Harzer Hexenstieg. Ja, dann gibt es noch den Harzer Steiger. Das ist Bergbaugeschichte. Wenn man die alle erwandert hat, dann kann man sich diesen schicken Stein sichern. Bei 150 Erwanderten gibt es dann den Kaiserschlappen, also den Wandernadelschlappen. Da bist du schon auf dem richtigen Weg zum Kaiser. Und hast du alle 222 Stempelstellen besucht und in deinem Heft dokumentiert, also festgehalten, dann bist du offiziell Harzer Wanderkaiser. Diese Urkunde kannst du dann unter Vorlage deines Heftes aber nur in der Geschäftsstelle in Blankenburg abholen. Da bekommst du dann deine Urkunde und du bekommst auch den Harzer Wandernadel Kaiser Stein dazu. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich bin total begeistert. Und ja, alle Infos dazu findest du natürlich noch auf www.wandernadel.de. Das werde ich euch auch nochmal unten unter dem Beitrag werde ich das verlinken und ich werde es auch hier nochmal einblenden. Kann ich euch nur empfehlen, von einfach bis schwer ist alles dabei. Man sieht viele, viele schöne Punkte im Harz, wo man sonst wahrscheinlich nie hingehen würde. Und ja, kann richtig auf Entdeckungsreise gehen und die Natur genießen. Ja, wie schon gesagt, wenn ich euch mit meinem Beitrag ein bisschen helfen konnte oder hilfreich sein konnte, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, setzt es unten in die Kommentare. Versuche ich euch dementsprechend weiterzuhelfen.
Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Eure Ela.